Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Es ist noch ganz früh morgen, wir haben jetzt gerade 5 Uhr. Ich gehe jetzt in den Stall, gehe heugen und meine Sachen einladen. Am 4:45 Uhr kommt meine Mutter in den Stall. Dann wollen wir dann den Lemmy putzen und am 4:45 Uhr wollen wir dann losfahren, weil wir fahren nach Blafeyer an Concours. Das haben wir etwa 1 Stunde 15, je nachdem. Und am 9 Uhr ist meine Startgruppe dran, weil es wird ja immer noch in 15er Gruppe gestartet und leider habe ich es nur in die 2. Gruppe geschafft. Aber ich bin wenigstens Startnummer 30, das heisst die letzte Startnummer, was heisst das Einspringen, so recht normal wird ablaufen, er muss normaler, also nicht zu eins haben. Und eben, da bin ich am 9 Uhr dran und ich starte 2 Prüfungen B80A ohne zeitmässig. Ja, es ist jetzt nicht so das Optimale vielleicht, ich wäre lieber mit zeitmässig, vielleicht Idealzeit oder etwas geritten, aber hier in der Region ist es recht schwierig, es gibt nicht so viele Prüfungen, die nicht direkt B90 sind und es wird einfach Anfang Saison 9 starten, weil, ja, B90 ja, aber BR90 ist der aber schon, es sind echt viele Profis dabei und dann habe ich noch und bin irgendwie so 35 und ja, das macht nicht so viel Spass. Und deswegen haben wir uns entschieden B80 zu starten in Blafeyer eben. Und ja, es ist halt zweimal auch nicht zeitmässig, aber dafür, wenn man zweimal noch hat, bekommt man 2 Plaketten und zweimal 3 Gewinnpunkte und ja, ich würde natürlich hoffen und dafür reiten, dass ich es immer noch habe, weil ich glaube, das sollte schon drin liegen. Und der Lemmy ist fit. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video.
So, dann haben jetzt die zwei Umgänge gesehen von heute und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Es waren zwei wirklich schöne Umgänge. Der Lemmy hat schön mitgemacht und wenn ich mal nicht so passend gekommen bin, hat er mich gerettet und wir sind gleich mit noch drüber gekommen. Und so muss ich sagen, es waren wirklich zwei schöne Runden. Und heute haben wir auch noch beschlossen, dass wir jetzt heute ist Samstag, am Mittwoch nehmen. Wir werden das erste Mal die Saison BR90 starten, aber einfach, es ist in München, wir sind nicht so weit weg. Und einfach so ein bisschen als Training. Weil, ja, BR90 ist halt immer noch so ein bisschen für mich mental so ein bisschen ein Problem. Und deswegen wollte ich es einfach als Training mitnehmen, weil es noch Startplätze hatte und er heute so gut gelaufen ist. Und nächstes Wochenende geht es ins CC-Training auf Bern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.